Mentioning my name, we don't like what you say. I don't give a fuck, y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Nah, I don't give a fuck, don't waste my time for this. Hola. Ach, hab ich die nicht weg? Hola. Ja, fuck die weg. Ist jetzt weg? Julian, hast du eine Pistole dabei? Gut, beste sehe ich ja. Eine lange Waffe hast du tatsächlich noch nicht, ne? Nö. Kannst mir eine geben, wenn du willst. Auf jeden Fall. Gut. Genau. Okay. Was geht jetzt? Hallo. Die haben ja letztens noch 300 gekostet. Was fit bei dir? Ja, bei dir. Ja, muss ich. Gesundheit, Ryan. Seile wurden teurer. Ich bin hier. Einfach letztens 300 gekostet, oder? Seile kosten schon immer 500. Ja, letztens schon ein bisschen länger her, dass die das verändert haben. Früher hat es 300 gekostet, dann hat es 500 gekostet und jetzt kostet es schon um einiges mehr. Ich kenne den unter 500, ja. Kostet es jetzt. Jackson, wo muss? Sehe ich nicht. Da. Zwei Verbandskasten und zwei Seile dabei. Den von mir. Sobald wir wieder da sind, alle wieder in der Reihe stellen. Jo. Bäh. Oh, scheiße, ich raste aus. Schmerzen, wenn ich ran noch. Hat einer bis hin Dietrich. Ach nein, ey. Habt ihr jetzt den Alex gefesselt oder was? Das ist so richtig, ich Dietrich. Meinst du, es geht? Ja, bitte. Genau, ja, Zeit klar. Auf dem. Da vorne machen. Okay. Jetzt kann er vor allem alles... Okay, Chris hat's. Seid alle halt scheiße, ne? Nee. Gut, die meisten lass von euch. Ja, wirklich jetzt. Ja, lass was? Lass los. Ja, okay, Alex, also gut, du hast da komplett reingedirbt. So, um das aufzubauen, ne, damit hier noch irgendwelche Diskussionen kommen, das wird alles kontrolliert, weil, wie Sally auch schon öfters gesagt hat, ne, es gibt Leute, die flunkern halt manchmal gerne, um ein bisschen Ansehen zu kriegen und sonst irgendwas, da habe ich keinen Bock drauf, deswegen werden die ganzen Kontrollen hier einmal durchgeführt. Ich habe keinen Bock, dass wir da stehen, auf uns irgendwie alle vertrauen müssen und auf einmal kommt da einer und schießt mit, weiß ich nicht, Ephedrin durch die Gegend so, oder wirft die einfach, oder Schnipsi durch die Gegend so. Davon habe ich nichts. Ich, ne? Ich will, wenn ich unterwegs bin, will ich schon meinen Schutz haben, so, weil letztendlich, und was hat nie was passiert, die Stadt ist verrückt. So, vorne rein fährt Sally, ne, vorne weg. Der Nils fährt den Pfister. Dort werden dann wahrscheinlich... Jackson bei mir. Platz. Gut, Jackson fährt bei dir mit, alles klar. Ja, Sally, vorne ans Auto, Jackson kann direkt mitgehen. Nils alles an den klar. Pfister. Den Orakel fährt dann der Julian. Wunderbar. Alles klar, dann der nächste Orakel, der wird bedient von Simbo. Alles klar. Dann let's go. Ja, ich fahr hier trotzdem langsam wegen tanken. Alle sitzen bleiben, schön dran denken. So. Oh, das wird interessant, also ich werde so nicht können. Alles klar, wir haben das ist tanken. Jetzt ein Überfall. Warte. Wir überfallen euch. Ja. Bob, bin ich gern dabei. Gut, wer muss tanken? Einmal bitte Bescheid sein. Ja, ich. Oh, wir müssen einsteigen. Gut, dann steigt ihr beide jetzt aus. Jetzt. Ja, moin. Und genau, Geld. Ob ihr hätte mal nach hinten genau. Schauen müssen. Wollen wir einsteigen? Ich habe eine gehäuterte Kröte über. Oh, okay. Okay, hier, was Chef, du hast einen Ehrenplatz bei mir. Chef, komm mal hier bitte. In die Torus. Der Torus ist der schönste. Könnte ich die dann nehmen? Kommt jetzt rein. Alles klar, er reicht 80, 87 Liter für den Torus. Ich hab die, ich weiß nicht, wie ich damit aus. 200. Aber ja, reicht. Dann vielleicht... Der verbraucht nicht viel. Okay. Schönen Abend, Amigos, für Spaß beim Cruisen euch alle. Danke. Steck schon mal ein, ne? Weil Dankeschön. Das dauert zu lange. Ich will auch meinen Ruf ändern, warte.
vielleicht auch die Lupe. Erstmal markieren. So, dann fahren wir wieder. Ja. Ich fahre dann wieder. Ja, genau, gleich rein. Ihr reiht euch direkt dann hinter mir auf, so wie eben in der gleichen Reihenfolge, und dann fahren wir erst los, richtig. Eine brauche ich, eine Kröte noch hin. Okay, wir fahren links rum. Ich muss echt Links-Rechts-Schwäche wegkriegen, ne? Tempo auf 70. Oha. Sind schon am Punkten, glaube ich, oder? Den Cargo betankt, geh jetzt schlafen. Wiedersehen. Alles klar, Motoren ausmachen. Familie aussteigen. Reihe bilden und Pitbull geht hin. Der eine tut so, als wär verletzt. Reihe bilden, das ist keine Schlange. Die erschaffen. Was ist denn hier passiert? Wollen du stehst schief. Okay. Ja. Das ist gar nicht für eine Reihe. Ach Gott. Also Zinker, genau das, was wir suchen. Schön, dass Lass er da Lass dir Perso geben. Nimm dir Perso. So, wo finde ich denn dein Perso, Freundchen? Aha, ich nehme den da mal raus. Kopfschmerzen. Jo. Oh, drei. Kopfschmerzen. Gute Besserung. Ja, Stufe 3. Nein, und sinken. Das ist ja traumhaft. Na gut. Naja, wenn ihr euch drum gekümmert habt. Oh, das wäre traumhaft. Ja, mal kurz zu uns. Los Santos Platz, gerade auf der Suche nach Zinkern. Weil wir hassen es, wenn man ehrlich arbeitende Leute abzieht. Es gibt nichts Ekligeres, bin ich ehrlich. Bei 125, ach Gott. Ja, ja, klar. Ja, okay. Das ist sehr interessant. Kann man ja mal die Augen offen halten. Ja, gut, dann will ich gar nicht länger stören. Hola, amigos. Wie geht's dir an? Alles gut? Er kennt jeden. Das ist sehr schön. Irgendwelche Zinker gesehen heute? Oder in der letzten Zeit? Okay, super. Ey, wie heißt die schöne Pose, die wir haben? Santos Platz, ne? Suchen gerade Zinker, also wenn ihr irgendwas gesehen hättet. Okay. Wir kümmern uns drum. Aber dann wünsche ich Untergruppierung von Vagos. Los Santos Platz. Vorhin bei der Einfahrt? Ja, das ist... Okay. Bei der Autobahneinfahrt? Hier direkt, oder wie? Okay, dann gehen wir mal gucken. Alles klar. West Highway Einfahrt auf den Berg. Ach, da bei der EFI-Brücke, oder was meinst du? Achso, ja, das hier ist der East Highway. Okay, ja. Dann gucken wir mal. Alles klar. Ja. Okay. Bereit? Oh, bitte zum Pferd. Das ist also meine Antwort. Dann wieder auf Tempo auf 70. Ja, genau. Übrigens, ich weiß, wer Staatsbank macht, nämlich Marabunta. Und die Groove gönnt sich gerade die ganzen Shop raus. Ja, ja. Ja, vor allem, die machen damit gut Geld. Also, die haben jetzt schon 45k mitgebracht. Rechts rum.
Ja, ja, um und bei 150. Also wir haben eine halbe Stunde 97 km rausgekriegt. Rechts rum. Ja, ja, von Sekunde zu Sekunde wird es mehr. Geschwindigkeit auf 100 erhöhen. Da sind sogar welche. Ich überlege gerade, wie wir uns da am besten hinstellen. Hey, das sind Triaden oder habe ich das noch falsch gesehen in dem Auto gewesen? Da haben wir noch Brigade aus. Okay, Motor ausmachen. Familie aussteigen. Weg. Der direkt Reihe an. Reihe bilden und Jackson rede mit dem. Der funkt direkt durch. Der denkt sich auch so, what the fuck. Hola. Wie geht's euch? Alles gut? Ach was. Nö. Also damit haben wir nichts zu tun. Ja, aber wart ihr gerade Staatsfunding in der Nähe? Nee, wir fahren hier gerade die ganze Zeit oben im ländlichen rum. Was geht ab? Was geht? What's poppin', bro? Okay, ihr habt eine dreckige Aktion verpasst, Jungs. Und die ja, okay. Sehr dreckig. Also, Zinker hier in der Nähe, oder? Vielleicht euch, oder? Bier. Nee, wir sind... Zähl mal durch. Nee, was, wie nennt ihr euch? Ja, deswegen hab ich auch gehört. Keine Ahnung. Nee. Jungs, wie nennt ihr euch? Wir sind Los Santos Blatt, Untergruppierung von Vargos. Genau, suchen gerade Zinke. Ja. Hey, woher du? Wer? Ich hab den Standort geschickt. Achso. Nee, alles super. Also Zinke sind hier nicht unterwegs, oder wie? Also wir sind erst vor 2 Minuten eher gekommen. Ah, okay, super. Jojo. Ja, wir wollen, dass alle Leute schön ehrlich arbeiten können, wie sie wollen. Na gut, Jungs. Dann wollen wir euch auch nicht länger aufhalten, ne? Ja, euch auch. Wird eh FIFA-Arbeiter geht, was? Waren wir schon. Achso. Ja, genau. Ja, nee, Lukas hat Panik geschoben, aber ist in Ordnung. Hey, das ist Lukas, Digga. Oh, nochmal. Lukas Brown hier, Funkcheck. Ja, immer noch. Check bestanden. Gut, ich denke, Lukas, renn weg, die wollen zinken, Digga. Renn weg, renn weg. Schnell. Alles klar. Die stehen voll scheiße, wisst ihr das eigentlich? Ja, wir stehen echt voll scheiße. Ja, wird schon, ja. Viel Glück euch. Alles klar, danke schön. Viel Spaß, ciao, ciao. Jo, ich wünsche euch einen schönen Abend. Alles klar. Adios. Alles klar, zu den Türen jetzt. Adios, Jungs. Ey, die haben direkt durchgefunkt, ne? Ja, die haben so Schiss bekommen. Abriss. Aber ganz ehrlich, die Leute haben es richtig gemacht, ne? Wenn so viele Autos kommen, direkt durchfunken und dann war da ja auch direkt einer da. Also da sieht man mal, wie das laufen kann. Wie bei uns alles, okay. Alle bei den Türen. Familie einsteigen. Bleibt ihr? Rechts und Tempo auf 70 runter. Ich bin ja schon 3 Jahre hier. Krasser Fall. Alles klar, Motor ausmachen. Familie aussteigen. Wieder dort am Rand auf und Pitbull geht wieder hin. Oh, so. Denk dran an Dauersenden. Natürlich denke ich da dran. Wie ist die aufgeräumt? Holla, Alter. Richtig aufstellen, bitte. Oder? Wie geht's euch? Ganz gut. Sollen wir den Fass holen? Das freut mich. Habt ihr vielleicht Fesseln dabei? Ob wir Fesseln dabei haben? Ja. Richtig. Worum geht's? Wir sind Abendkäfer auf den Händen. Ach so. Wir waren hier gerade bei einem Shoprock beteiligt. Wir haben schon gepowernappt, aber hat nichts gebracht. Ja, wir am besten mal zu den Cops fahren. Ja, die haben da verlässlichere Anschein. Ist Juve und ich habe auch schon ein bisschen meine Gebete ausgesprochen. Ach Gott. Nix passiert seit. Wie lange haben wir das schon, Tier? Boah. Ja, mehr als 30 Stunden. Okay. Ja.
Nichts. Aber ich glaube, also, man müsste ja einfach nur Dietrich, beim Dietrich, du soll mal mit Dietrich ja probieren. Oder holt euch mal einen Dietrich und probiert es da. Dietrich, soll ich probieren? Richtig, ja. Ja, komm mal her. Geht wer von euch ist es? Noch beide. Beide. Ja. Ja. Ja, nicht, wie haben die das hingekriegt, Alter? Was haben die für Spielchen gespielt? Wir waren beim Shoprob beteiligt, also wenn beide gefesselt waren. Ja, aber du musst die doch, glaube ich, erst nach hinten legen, oder? Ja, wollte ich gerade sagen, du musst die fesseln, dann ihr habt keine Fesseln dran, Jungs. Ja. Dann ist ja nur der Kehr hoch, den hinten. Alles ja, dann müsst ihr sonst Power nehmen. Ja, haben wir schon, glaube ich. Ach Gott, ja gut. Dann einfach mal zu den Cops. Ja. Deine Handschuhe anlegen, nach hinten legen und dann wieder dran machen. Warte. Alles los, kann oder? Ja, Anfänger oder was? Ich kann springen und so, aber ich lass. Oh ja, den Krieg hab ich auch schon mal und dann ja, hab ich einen Albtraum. Ich kann euch jetzt okay in meinen Rucksack gucken. Ah, okay. Na gut. Burritos auf Abgehauen und Tion, by the way. Hä? Der Typ mit dem Burritos hat abgehauen, der uns helfen wollte. Ah, der ist bestimmt so ein Schock oder so. Ja, dann. Auch er kommt auch an, wo er lang fährt. Na gut, ist da unten gerade noch jemand? Nee, nicht. Na gut, aber auf jeden Fall, wir sind von dem Platz, also Los Santos Platz, gerade auf der Suche nach Zinkern. Ja, wenn jemand irgendwie Leute abzieht, die ehrlich arbeiten, die werden dafür auf jeden Fall bestraft. Passe ich hier perfekt rein. Fette passt hier nicht rein. Ja gut. Wo hast du das her? Wir sind in Los Santos, ne? Ich dachte erstmal, ihr seid von Vargas. Genau, Untergruppierung von Vargas. Ja Jungs, passt auf euch auf, ne? Ja, danke. Adios. Gewöhn dir mal an, wenn wir so stehen, dass du dann Cross-Armer machst. Hola, amigos. Hey, hola, amigos. Hat jemand eine Fessel? Ah, ja, gut, Doch, man könnte die Fesseln anlegen. Und, ja, aber nicht, er hat nicht vor und zurück gemacht. Das können wir noch probieren. Ja, gut, ihr könnt euch ja eben beim Shop selber welche kaufen da vorne. Ja, wie gebe ich dir das? Ich kann nicht, immer nicht in den Rucksack gucken. Ja, komm, du musst auch nicht in den Rucksack gucken. Komm mit, mach das schnell. Ach so. Hier, ach, hier, da ist der Kollege von Brito. Ja. Habt ihr nochmal $500, die ihr mir in den Arsch schiebt? Oh Gott, sind da. Jetzt bleiben wir jetzt richtig stehen. Wir passen jetzt auf Vargas auf. Auf Papa Vargas. Ja, die waren gerade sehr glücklich darüber. Ich habe gerade gesagt, Alex, ihr könnt jetzt in aller Ruhe verarbeiten gehen. Wir wollen hier nur gucken, dass keine Zinker kommen. Besser? Und dann meinte, das ist aber nett von euch. Wer war das? Keine Ahnung. Ey, das ist Simon. Ich kannte den nicht. Oder? Ja, nee, kann gut sein. Nicht. Nee, doch nicht. Nee. Alles klar, ich würde sagen, wir zinken gleich wieder ab, oder? Negativ. Alles klar. Ich weiß nicht, wie es mit Wire aussieht, aber ich muss auch noch zwei Brötchen kaufen. Ja, du bist auch krank, dass du 2000 EFI hast. Ja, also trotzdem stehe ich hier oben, mach nichts. Hä, du wolltest doch. Oder? Ja, ich wollte die Kolonnenfahrt aber nicht, 3 Stunden, Alter. Du musst für deine Familie da sein. Ja, deswegen stehe ich auch noch hier. Ja, also das ist doch gut. Ich so, dass dein Kopf hinten drum so gepellt ist, Alter. Kriegst du irgendeinen Klatscher drauf, Alter. Wer lacht da hin? Was willst du? Würde ich was sagen, wir ziehen gleich wieder ab, oder? Ja, wenig. 10-4, Ende. Gut, zu den Türen. Morningwood 1 mit Code 3 und TV zum SG, Ende. Ich glaube, du hast mich schon mal festgenommen. Bitte? Ich glaube das wirklich, dass du mich schon mal festgenommen hast. Das glaube ich auch. Weil so wie du das gerade gesagt hast, genau so habe ich das schon mal gehört. Das ist schon ein bisschen unheimlich. Sagt er das? Ja, du hast das Spielchen mit deiner Schwester. Oh Gott. Oha, jetzt geht's los. Wollen wir nochmal am Würfelpark vorbeifahren und dann Vespucci runter? Ja. Nein und ja. Ja, wollen wir. Beides. Ja. Okay, und am Würfelpark nochmal schön aussteigen vorbei und provozieren.
Ja, lass mal machen, Alter. Ja, Mann, das machen. Wenn du so einer anschießt, okay. Dann liegt instant holy shit. Okay, dann Tempo auf 90, auf 70 und sobald wir auf dem Highway raufgehen, auf 120 und los. Ey, der nimmt mich hoch. Das waren die von eben, ne? Also rechts rum. Tempo erhöhen. In der Woche will ich das mit 20 Fahrzeugen machen, ne? Mindestens. Warum nicht gleich 40? 20, in zwei Wochen. Das ist unser Ziel. Ja gut, dann müssen wir aber auch mehr Leute aufnehmen. Wir sind gerade mal 20 in der Gang. Ja, kann auch Arbeit mitmachen. Gut, gestern haben wir auch Arbeit damit. So, Tempo wieder ein bisschen runterdrosseln, weil Würfelpark und so. Ich hasse Würfelpark. Achso, ich bin von der falschen Seite reingegangen. Egal, du drehst es einfach da vorne. Du hast gesagt, einfach rumdrehen. Ich wäre normalerweise jetzt auch anders gefahren, aber okay. Dann so wie beim letzten Mal wieder hinstellen, ne? Ja, wieder links hinstellen. Ah ja, ich habe hier übelst die Freudenprobleme. So, sollen wir aussteigen oder nicht? Nein, oder? Nein, das muss ich auch. Ja, die sammelt sich schon, okay. Wir fahren dann weiter. Okay, zum Barrio. Ne, zu Vargas erstmal noch, ne? Ja, genau. Okay. Dann weiter geht's. Tempo wieder auf 70. Ey, ist so eine scheiß Kurve hier. Diesmal habe ich kein anderes Kennzeichen. Ja, ne? Naja, normalerweise habe ich es. Die Orakels bitte nebeneinander, danke. Oh, Entschuldigung. Weil eben war der Wagen noch heile, jetzt nicht mehr. Ja, die ganze Fahrt hat das ausgehalten. Und? What the fuck? Bye. Gibstoff. Alter, seid ihr behindert? Ja, mal, chill mal ein bisschen, da ist gemütlich hier oben. Hey, warte mal kurz, der Platz bleibt frei für mich. Nein, bleibt der nicht. Warum hast du so ein Auto? Los. Nicht mal, das ist der von meinem Cousin. Warum hat der so ein Auto? Alter, warum hat der für eng geblieben? Der ja, muss ich echt mal sagen. Der Platz sollte frei bleiben für Ryan, da wo du gerade sitzt. Das ist das Partycard. Wir fallen! Hallo, das ist doch mein Platz! Achso. Ey, wer liegt denn da runter, Alter? Jetzt liegt der nächste auf meinem Platz. Oh. Der ganze Folie oben immer. Gleich holt Ryan seine Waffe raus. Ey, nicht runterschubsen, der hier oben drauf steht. Ey, ich schubse runter, sondern ich schieße damit gleich hoch. Hallo, ich muss jetzt zu meinem Ort jetzt hier, geh mal stark ins Auto.
Danny, kannst du dafür sagen, dass es ins Business kommt, bitte? Bitte. Golfgar. Dafür müsste er ins Business reinkommen, um dann das reinzusetzen und dann wieder rauszugehen, ne? Das warte, kann er es dir verkaufen? Ich frag ihn, ob er mir das verkauft. Ey, man muss echt mal sagen, kannst du dem jetzt einfach einen Kopf mal kurz schießen, Ryan? Der soll da jetzt aussteigen. Ich will jetzt hier losfahren. Oh, mein Arsch, Alter! Oh, wie bleiben wir hier sitzen? Oh, voll auf Steißbein geflogen, Alter! Bis jetzt gefällt mir das echt sehr wohl. Ah, nicht oh. Was hast du denn da vor mir? Hopp, 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 hopp! Shoppen. Geh mit Sally, die will auch shoppen. Ja, ihr müsst ja Cola haben. Koche. Du willst auch shoppen. Tattoos. Nein, Sally will shoppen. Wie teuer sind Tattoos? Koffen. Komm, ich spring auf seine Schulter. Wie teuer ist so ein Tattoo? Wie teuer ist was? Komm. Ein Tattoo, so. Ich will mich tätowieren lassen. Ich und damit meine beiden Tattoos, die ich hier habe, hier, hallo. Irgendwas mit 200 Gramm. Ja, ja, aber wolltest du auch shoppen gehen, wurde mir gerade gesagt. Sollen wir auf dich warten?